und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dickom. Ich bin Joshua und das ist Jona und wir beide sind die Moderatoren der heutigen Folge. Ja, Jona fängt heute motiviert an, den ersten Mann vorzustellen, dann komme ich mit der Nummer 2 und zuletzt kommt Jona als Sahnehäubchen obendrauf mit Band Nummer 3. So, und jetzt kommen wir zum Band Die Unsterblichen X-Men, Band Nummer 4, Der Teufel in der Wüste. Und wie ich in einem vorherigen Video schon mal angekündigt habe, gibt es in dieser Reihe eben ein Event und das muss man natürlich auch hier benennen, weil sonst macht der ganze Band keinen Sinn. Und zwar hat ein mächtiger Gegner oder ein Angreifer, wie ich ihn gerne nenne, die X-Men und alle Mutanten getötet. Wie kann das sein? Dazu muss man eben die Vorgeschichte kennen. Es gab die Hellfire Gala, eine Gala zwischen Menschen und Mutanten, wo Frieden geschaffen sein sollte. Dann gab es ein Attentat. Auf diesem Event gab es halt auch Attentate und auch auf das Kapitol wurden wichtige Menschen getötet. Und ja, eigentlich war das Ziel, eben Frieden zu sichern. Das hat halt nicht so gut geklappt. Und dieser Angreifer hat den... Ich muss mal eben unterbrechen. Der Kameramann soll mal weitersehen und die Technik kümmern. Das lenkt gerade ein bisschen ab. Ja. Auf jeden Fall wurde den Mutanten die Schulter für in die Schuhe geschoben. Und ja. Ihr müsst verstehen, ich habe das Ganze heute schon mal erzählt, als wir aufgenommen haben tatsächlich. Und deshalb ist das für die Ganzen nicht neu. Und ja. Die Mutanten verlassen die Erde, werden dabei getötet, Kurzfassung dafür. Und ja, man muss dazu sagen, dass es für die, die halt da bleiben, sehr gefährlich ist. Wolverine zum Beispiel bleibt zurück. Und Charles Xavier, der sein ganzes Lebenswerk sieht, er hat ja zum Beispiel die Insel Krakoa, die ja sozusagen die Mutanteninsel war, aufgebaut. Und die ist jetzt völlig leer und total kaputt. Und alles ist scheiße und er selber kommt damit nicht klar, weil er hat gesagt, es wird alles gut werden, wenn er durch die Portale geht. Und in diesem Band geht es halt sehr stark um ihn, wie er mit der Situation klarkommt und was aus denen wird, die auf der Erde geblieben sind. Das Ganze haben wir dem Autoren Kieran Gillen zu verdanken und als Zeichner haben wir hier direkt 3 Stück, und zwar Juan José Reed, Lucas Wernick und Paco Medina. Der Band ist etwas dünner, hat 128 Seiten und kostet 16 Euro. Ja, dann machen wir direkt weiter mit einer Nummer 1, und zwar Captain America 1, der Anschlag. Hier geht es darum, dass Captain America stark unter seiner Lebenssituation leidet, weil die kann ja wohl kaum einer irgendwie nachvollziehen, beziehungsweise ebenfalls nachempfinden, da er ja wirklich einer der wenigen ist, die im Jetzt leben, obwohl sie eigentlich aus der Vergangenheit kommen. Das macht ihn teilweise sehr einsam, ängstlich und er hat natürlich auch große Heimweh, weil einfach seine große Liebe in der Vergangenheit... Großes Heimweh hat und seine große Liebe ja schon tot ist sozusagen, und naja, in dem einen Moment ist er noch da gewesen und ne, im passenden Alter, im nächsten Moment kann er ihr nur noch einen Grabstein besichtigen. Das ist ein bisschen schwierig alles, und auch so seine Kameraden, seine Familie etc. Also es ist ja einfach eine sehr schwierige und anstrengende Situation, auch wenn er natürlich in der Gegenwart Freunde und so hat, aber es ist trotzdem noch was anderes. Und naja, eine Entscheidung in seinem Leben mischt das Ganze noch mehr auf, denn er kauft sein altes Wohnhaus wieder. Er wirbt es wieder und will es auch renovieren und so, und das löst natürlich viele Flashbacks aus, die er erstmal bewältigen muss. Für uns ganz spannend, weil wir somit noch einiges über seine Vergangenheit, auch mit Nazi-Deutschland und so, erleben können. Aber für ihn ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. Und naja, irgendwo könnte man seine Probleme lösen, aber dafür neue erschaffen dann ein paar Menschen aus der bösen Ecke, wollen die Vergangenheit umschreiben. Und zwar so, dass die Existenz von Captain America komplett gänzlich verschwindet. Das hätte einige negative Folgen. Und wie die das genau machen wollen, das erfahrt ihr in diesem Band. Also zukünftig wird das darauf aufbauen. Das ist wirklich sehr spannend gemacht, vor allem so dieses Switchen von jetzt zur Vergangenheit und wieder zurück. Genau. Und was man als klares Highlight bei diesem Band festhalten muss, ist der Autor J. Michael Straczewski. Schwieriger Name. Das ist nämlich ein wahrer Star, eine Koryphäre, die lange Zeit nicht mehr aktiv war in dem Bereich.
Er gilt als Revolutionär im Bereich Thor und Spider-Man, hat da revolutionäre Stories geschrieben, die einige Fans damals beeindruckt haben. Und er ist zugleich auch der Autor der TV-Serie Babylon 5, also ein Star unter den Leuten. Genau, der hat jetzt 156 Seiten, 25 Euro gemacht. Neue Band 1, schaut gerne mal rein. Es wird spannend. Ja, und jetzt kommen wir direkt zum dritten Band dieser Folge. Und dazu muss man sagen, es ist eigentlich eine Nummer 2, Guardians of the Galaxy Nummer 2, wir sind Groot. Die Sache ist aber, dass es ein Neustart, also die Nummer 2 ist gleichzeitig auch der Neustart der Serie, was etwas kompliziert ist, deshalb werde ich es jetzt auch nicht nur mehr erklären, aber es ist sozusagen Band 2 ein Neustart und ist damit Band 1 irgendwie. Ja, und man muss dazu sagen, dass die Guardians of the Galaxy vor dem Untergang durch Groot stehen. Groot ist ja eigentlich dieser wandelnde Baum und eigentlich ist er ja total lieb und gehört ja zum Team dazu. Warum sollte er jetzt der Untergang von denen sein? Und dazu erzähle ich euch kurz die Vorgeschichte. Rocket und Groot waren gemeinsam auf einem Einsatz in der Nähe von einem gewissen Planetensystem und plötzlich fängt Groot an, sich an Sachen zu erinnern, die... wo er wusste, dass sie da sind, aber die so tief verborgen waren, dass er einfach sich nicht daran erinnern konnte. Und diesen Ort nennt er Zweigwelt. Zweigwelt ist sozusagen ein anderes Wort für Heimat. Und er ist jetzt da, wo er sozusagen auch herkommt. Das Problem ist bloß, dass dieser Ort und alle Lebewesen dort versteinert sind und nur noch ein einziges Baumwesen, wenn man sie so nennen darf, da ist. Und das schenkt ihm ein Zweig, was halt in der Welt total crazy ist. Und das Problem dadurch ist, dass dieser Zweig wohl irgendeine Kraft hatte, die dafür sorgen sollte, dass eben diese Baumwesen überleben. Und deshalb verwandelt ihn das in eine Armee, also in mehrere Wesen, aus die zu planetenfressenden Monstern werden, die halt riesig sind. Und dieses Monster hat halt auch unsere Guardians of the Galaxy gefressen, sozusagen. Und sie kämpfen immer noch weiter in ihm drin, sozusagen, gegen ihn. Und schaffen es auch, ihn sozusagen von innen heraus zu besiegen. Und dadurch hat sich aber ein komplett neues Universum namens Groot Space gebildet, in dem alles voller Pflanzen ist. Und die Sache ist aber, dass viele denken, einerseits die Guardians sind tot, andere suchen aber nach ihnen, ebenfalls in diesem Groot Space. Und es gibt da so eine Gruppe, die ist auf einer heißen Fährte und findet dann tatsächlich auch die Guardians. Bloß die nennen sich jetzt anders, sie sind nämlich die Guardians of Groot Space. Sind auch ein bisschen mit so Pflanzen kombiniert. Also es ist ein bisschen abgespaced, deshalb auch ein Neustart, weil man weg von den klassischen Guardians geht, wie man sie halt kennt. Ja, und das erfahren wir halt alles in diesem zweiten Band und dann halt natürlich auch in den weiteren Bänden, die es geben wird. Zu verdanken haben wir das dem Autoren Colin Kelly und Jackson Lansing. Und als Zeichner haben wir Alex Linz und Keith Walker. Der Band hat 148 Seiten, kostet 19 Euro und ist ein gelungener zweiter Band. Ja, und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal bei dicko.de vorbei. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert unsere Kanäle und schreibt uns auch gerne eine E-Mail an die info@dicko.de E-Mail-Adresse. Oder ihr könnt uns auch eine Nachricht übers Kommentarfeld schicken. Perfekt. Und dann wünschen wir euch natürlich alles Gute. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.